Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Harvest Moon, deine Tierparade. Wir haben ein klein wenig Glück, denn es regnet. Und das bedeutet, wir können uns heute endlich mal um die Garmon-Mine kümmern und mal schön ein paar Stockwerke nach oben klettern. Das ist doch schön. 45 Stockwerke, wie schon mal erwähnt, gibt es zu erklimmen. Und ja, da es regnet, müssen wir heute auch nicht gießen. Das ist ganz toll. Und wir können ernten. Oh yeah, jetzt gibt's Kohle. Jetzt gibt's Kohle. Oh mein Gott. Jetzt gibt's Geld. Ja, schön guter Kopfsalat immer. Lecker, lecker, lecker. Ich will keinen normalen Kopfsalat. Ich will eigentlich nur edlen Kopfsalat. Sonst will ich nix. So, famoser Kopfsalat. Immerhin schon mal etwas. Ja, lauter normaler Kopfsalat, das will ich doch alles nicht, es gibt zu wenig Geld. Edler Kopfsalat, ja sowas will ich, das ist schön und leck mich am Arsch. Wir werden sowas von scheiße reich, ich sag's euch, wir werden sowas von scheiße reich. Oh mein Gott. Normaler Kopfsalat immer nur. Und obwohl ich nur normalen Kopfsalat die ganze Zeit ernte, es wird so viel Geld geben, sage ich euch. Es wird so viel Geld geben. Freut euch auf den Sommer, denn da werde ich nochmal ein bisschen eher abgehen und das alles ein bisschen krasser aussehen. Freut euch da schon mal drauf. So, famoser Kopfsalat und alles lecker Kopfsalat. Immer nur guter Kopfsalat, normaler Kopfsalat. Ich will edlen Kopfsalat. Normaler Kopfsalat und nochmal normaler Kopfsalat. Das ist ein ganz normaler Kopfsalat. Super, mega, hyper, spezial normaler Kartoffelsalat. Genau, Kartoffelsalat, lecker. Guter Kopfsalat, jetzt komm. Normaler und der letzte ist ein edler. Ein guter. Naja, immerhin etwas. So, das Ernten kostet anscheinend keine Energie, was ich sehr gut finde. So, und tschüss. Dann gibt es kein Unkraut mehr. Da muss ich jetzt mal kurz etwas nachschauen. Und zwar bei den lieben Flötenfeldern. Das Marimba Farm. Ruhetag Mittwoch. Ja, was frage ich eigentlich? Es war ja klar, dass die Mittwochs zu haben, oder? Es war ja klar. Ich meine, wen wundert's? Wen wundert's? Hand aufs Herz. Wen wundert's, dass die am Mittwoch zu haben? Mich wundert's nicht. Denn genau jetzt bräuchte ich was von denen. Und natürlich haben sie heute geschlossen. Naja, ist halt so. Aber soll mir eigentlich nur recht sein. Dann kann ich zwar nichts aussehen, muss ich halt dann am nächsten Tag machen. Aber das würde mich eh nur Zeit kosten. Und so kann ich jetzt halt gleich dann wunderbar in die Mine gehen und mir da die Seele aus dem Leib hämmern. Wunderbar. Das freut mich. So, jetzt kümmern wir uns mal kurz um meine Viecher. Und ja, wenn wir das getan haben, rüsten wir uns mal aus, nehmen unser ganzes Zeug mit und dann geht's ab in die Mine. So, da haben wir ein normales Hühnerei, das ist sehr schön. Kiki, du wirst kurz gestreichelt. Da, ich kann dich sogar mal hochheben, da ich bin voller Chuck Norris und kann ein Huhn hochheben, wunderbar. So, Donald, willst du wieder den Ententanz tanzen? Oder willst du diesmal den Ketchup-Tanz tanzen? Das sehen wir jetzt gleich. So, wir legen Donald ab und will er tanzen? Na? Ja, er tanzt wieder. Oh yeah, ich bin Donald, ich kann tanzen. Ich werde famose Chicken McNuggets abgeben. Lecker, lecker, lecker. So, im Übrigen ist es mir klar, dass man Chicken McNuggets aus Hühnern macht und nicht aus Enten. Allerdings da, ich will jetzt einfach Donald essen und ich will aus Donald Chicken McNuggets machen. Ja, ich möchte das so. Ich bin willig, aus Donald Chicken McNuggets zu machen. Aus diesem Grund werde ich aus Donald auch Chicken McNuggets machen. Ist mir scheißegal, ob man die normalerweise aus Hähnchenfleisch macht. Mir scheißegal. Wenn es an mir ginge, dann mache ich auch aus der Kuh Chicken McNugget. Ist mir scheißegal. So. Ihr pennt alle irgendwie noch. Mähmäh, aufwachen. So, jetzt lass mir doch mal bitte kurz diese Bürste an dir praktizieren. Diese Stahlbürste. Ja, da stehst du jetzt drauf. Dann bist du so SM-Fetischist.
So, und jetzt möchte ich dir gerne noch dieses längliche Teil in den After einrammen. Tja, das magst du anscheinend nicht und willst mir auch keine Milch deswegen geben. Muku, du bist sicherlich sexuell erregt, weswegen du mir Milch geben wirst. So, vorher mit der Stahlbürste ein bisschen sauber machen. Und jetzt ramme ich dir dieses Teil quer in den After. Oh, da hat man schon gehört. Ja, das hat dir gefallen. Egal. So, 13 guter Kopfsalat, nur 28 normaler Kopfsalat. Oh, scheiß doch die Wand, dann ist das viel. Das ist so viel, das ist so viel. Gut, dann fütter ich euch beide jetzt mal noch. Ups. So. Und jetzt darfst du noch fressen, Mäme. Bitteschön. Gut. Jetzt kümmern wir uns mal kurz um unsere Ausrüstung. Nehmen alles mit, legen alles ab. Und ja, dann geht es ab in die Mine. Oh yeah, Baby. Das wird ein sehr, sehr ertragreicher Tag. Ich sehe da hinten einen Pilz, den ich irgendwie nicht mitgenommen habe. Warum auch immer, weil ich zu diesem Zeitpunkt noch betrunken war. Also die Kühe, die tun mir auch irgendwie leid und die Hühner. Schau mal, da regnet es doch volle Kanne rein. Irgendwie tun mir die auch schon leicht leid, weil ich meine, das ist doch mittlerweile scheißegal, ob ich die draußen hab oder drinnen lass in der Scheune. Das ist doch scheißegal, da regnet es doch eh rein. Es ist doch also scheißegal, ob ich die jetzt raus tue oder rein. Ist doch Jacke wie Hose oder wie Tomatencremesuppe mit Croutons und lecker, lecker Schmecker. So, ich brauche auf jeden Fall keine Gießkanne, ich brauche keinen Melker, ich brauche keine Kupferangel. Ich habe schön viele Erze, sehe ich gerade, das freut mich. Ich brauche dich nicht, dann brauche ich dich nicht, du kannst weg, du kommst weg, dann kommst du weg, dann kommst du weg, du bist eh noch im Kamin verbrannt. Gut. Zack. Und zack. Und jetzt mal die ganzen Erze rüber. So. Wunderbar. Sehr schön. Und ich glaube, ich habe mehr als genug Platz. Gut, ah, wo es mir gerade einfällt. Den hier brauche ich ja noch. Meine drei Bravo-Drinks, bitte. Die brauche ich ja ganz, ganz dringend. Sonst komme ich wahrscheinlich nicht mehr ganz hoch. So. Jetzt ist die Frage, was ich nämlich machen könnte. Ich könnte kurz in die Stadt, um mir bei der Klinik ein Ding, Anti-Erkältungsding ins Kirchenteil zu kaufen. Wobei ich dazu gerade zu faul bin und ich eh gerade in Richtung Minen laufe. Wie viel wollen wir wetten, dass ich ein Krankheitsgas einschnaufen werde in der Mine? Wie viel wollen vier Pilze? Leck mich am Arsch. Da können wir fast schon wetten, dass ich ein Krankheitsgas schnupfen werde. Denn ich stehe ja drauf. Ich schnupfe ja alles, was nicht nick- und nagelfest ist. Also, ja, alles wird sofort geschnupft. Egal ob Gas, egal ob Furz, ist auch ein Gas. Egal ob irgendwas anderes, alles wird geschnupft. Und wenn es irgendwie ein zerbrochenes Glas ist, dann wird es einfach eingeschmolzen und die Dämpfe daraus werden geschnupft. Ach, ist doch egal. So, wir rennen jetzt einfach mal ganz schnell zur Mine, um uns dort mal ein bisschen nach oben zu arbeiten. Es ist ungefähr so wie im Alltagsleben im Büro. Da muss man sich ja auch nach oben arbeiten. Man kann sich auch nach oben schlafen, aber das ist wieder eine andere Möglichkeit der beruflichen Fortbildung. Eine Art der beruflichen Fortbildung, die ich nicht praktiziere. Da mein Chef ein Mann ist. So, ich weiß nicht, wie es wäre, wenn mein Chef eine Frau wäre. Ja, lassen wir doch dieses Thema und begeben uns doch lieber in die Mine. Und wir können uns mal kurz hier oben noch den
Pilz sammeln, einsammeln, tun, eventuell, unter Umständen vielleicht. Ja, gehst du bitte da hoch, dankeschön. Und nimm den Pilz mit. Sehr schön. Unsere Energie ist anscheinend immer noch absolut, komplett voll. Oder sieht es jetzt nur so aus? Ich dachte, wenn die Energie komplett voll ist, dann ist die so komisch blau, grün, türkis, lila Farben, Teil, Dingenskirchen, Tutentun, Farbe halt. So, dann nehmen wir hier noch hier die ganzen Pilze. Legen jetzt sicherheitsweise mal die Pilze ab, da ich nicht weiß, wie viele Pilze man, wie viele Gegenstände, besser gesagt, man von einem Stück haben kann. Und wenn man da zum Beispiel nur 30 oder so haben kann und ich finde dann relativ viele Pilze, dann, ja, bin ich halt schnell über den 30. Ihr wisst was, ihr wisst auf jeden Fall, worauf ich hinaus will. Hoffe ich jedenfalls mal. So, dann mal ab hier rein. Und los geht's. Es ist 8 Uhr morgens. Neue Musik. Es ist 8.30 Uhr, Entschuldigung. Neue Musik, die wir noch nicht kennen. Und es wird Zeit, die Mine zu erklimmen. Wir können hier jetzt richtig viel Erz abbauen. Und da haben wir schon das erste. Wunderbar. Sehr schön. Ein Kupfererz. Ich liebe diese Musik hier übrigens. Die finde ich sehr schön. Ach, eine sehr schöne Musik, wie ich finde. Nicht so, nicht ganz so schön wie die von der Wassermine, von der Wasserhöhle, aber trotzdem auf eine andere Art. Sehr schön. Vor allem ist diese Musik hier, wie ich finde, wahnsinnig beruhigend. Sie ist so schön ruhig, sie ist zart beinahe schon. Also richtig schön beruhigend, finde ich sie. So, da haben wir schon einen Pilz. Sehr schön. Da haben wir ein wertloses Erz. Das freut uns natürlich auch. Da haben wir noch ein wertloses Erz. Das nehmen wir einfach mal mit wegen Geld. So, ich kann es ja im Endeffekt dann immer noch wegschmeißen. Gut. Dann sind wir jetzt schon auf Ebene 4. Ja, wir kommen. Oh, Maulwurf, Maulwurf. Nimm raus. Stirb. Nicht mehr geschafft. Ups. Wollte ich den noch kaputt machen, aber ich habe es nicht mehr rechtzeitig geschafft. So. Maulwurf, Maulwurf, Maulwurf. Wo bist du? Da nicht. Da unten komme ich nicht mehr rechtzeitig hin. Schnelligkeitsgas, das hilft mir beim Maulwurf. Boah, wie schnell ich jetzt bin. Wie schnell. Ich bin voller Kanne auf Speed. Na, wo bist du? Ja? Da ist er. Stirb. Und es ist ein bedenklicher Pilz. Naja, es ist, würde ich mal sagen, auf jeden Fall besser als nix. So, ich baue jetzt schon relativ viel ab, wie ich merke. Und meine Energie dankt es mir nicht. Ich sollte mir vielleicht meine Energie ein klein wenig einteilen. Na, wen haben wir denn da? Das ist wohl wirklich ziemlich selten. Oh, dich habe ich aber auch noch nie gesehen. Oh, du hast eine Farm gegründet und wohnst schon fast 3 Wochen hier? Ach, na sowas, deswegen habe ich dich hier noch nie gesehen. Seit 3 Wochen lebe ich hier schon hier. Ich scheiße in diese Ecke und esse den ganzen Müll, der hier rumliegt. Hm? Mein Name ist Pia. Warum macht sich mein Vater denn Sorgen? Jetzt, wo du es sagst, ich bin schon lange nicht mehr zu Hause gewesen. Naja, ich sag's ja, gute 3 Wochen. Heute schließt ja dann 19. Tag. Das sind